Früher war alles besser, das sehen wir gleich mit dem C64 Emulator auf der Oculus Quest. Ich grüße euch, ihr Schottfeuerbeiz, ich bin der Sascha und heute machen wir eine Zeitreise zusammen. Ich habe mir den C64 Emulator von ZeitQuest runtergeladen für die Oculus Quest. Dieser ist kostenlos und wenn ihr die App startet, befindet ihr euch in VR in einem Kinderzimmer der 80er Jahre wieder und vor euch steht original ein C64 Brotkasten und ihr könnt eure alten Games nochmal neu erleben, weil neu werden sie nicht, sie werden nicht irgendwie in VR aufpoliert, ihr seht wirklich einen alten Fernseher und darauf laufen die alten Games, ganz klassisch und das schaue ich mir jetzt für euch an. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich im Video und bevor es losgeht, möchte ich euch an dieser Stelle natürlich nochmal ganz kurz daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren, verpasst ihr in Zukunft nichts mehr und seid immer auf dem Laufenden. So, und jetzt gehen wir mal in die 80er zurück, in mein Kinderzimmer, in meine Erinnerung. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja Leute, da sitze ich jetzt in meinem alten Kinderzimmer hier, ne, mit dem C64. Wir gucken einmal rum. Da seht ihr so ein paar Poster, ne, alles aus den 80ern. Ne. Hier Indiana Jones, Star Trek, hier steht der DeLorean, Back to the Future. Und hier sitze ich an meinem kleinen Holzschreibtisch. Guck mal, hier war meine Cola-Dose, ne, ein bisschen verdreckt alles hier. Hier oben habt ihr so ein paar Star Wars Sachen, ne, die könnt ihr sogar in der Hand nehmen. Ich mache das mal, hier seht ihr, also das geht auch, ne, so Kleinigkeiten. Hier vor mir ist der Brotkasten der C64, hier ist das Floppy-Laufwerk, wir haben hier sogar eine Cartridge, die kann ich auch in die Hand nehmen. Ja, da ist ein Joystick und hier sind die Instructions. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die loslasst, dann sind die irgendwie weg, weil ich habe schon mal im Vorfeld so ein bisschen mit dem Dingen rumgespielt. Hier sind die Instructions, also ihr müsst auf eurer Quest in dem Root-Verzeichnis ein Verzeichnis anlegen mit dem Namen C64 und dort eure ROMs bzw. die Disketten-Images reinladen. Da steht es auch, ne? put.d64-image-files init disk for example autospawn on launch. Die liegen jetzt hier, die ich alle schon im Root-Verzeichnis habe. Click on the joystick to swap joystick ports. Wenn ich auf den Joystick klicke, kann ich den Port vom Joystick ändern. Es waren damals zwei Ports am Brotkasten, wenn man zwei Spiele hatte. Da gab es immer teilweise Probleme. Man wollte spielen, der Joystick hat nicht reagiert. Musste man ihn umstecken, kenne ich alles noch. So, click any floppy disk to pick it up for loading it into the drive. Das machen wir gleich. By aiming at the key and pulling the trigger button, press F1 and enter to fast load the floppy in the drive. Das ist das hier mit dem Fast Load, das zeige ich euch gleich auch noch. So, to simulate holding down a key, hold down the X button instead of trigger, for example, to use special characters by holding shift, then another key with the right trigger. Das habe ich eigentlich nicht gebraucht, jetzt wo ich gespielt habe. Pick up some objects by touching them with either controller and pressing the grab button. Also das habe ich euch gerade gezeigt, ihr könnt so ein paar Sachen hier aufheben, ihr könnt sogar den Fernseher aufheben, wenn ihr möchtet. Click on the power button to reset the emulator. Das ist hier eine Seite der power button, also nicht hier oben, das ist nur die Lampe, aber zeige ich euch auch gleich. Button A ist Joystick for the Games, das ist hier dieser Controller. Und Left Thumbstick, das ist hier, ist der Joystick für die Spiele. Und mit dem rechten Thumbstick kann ich mich hier frei im Zimmer bewegen. Ich lege das jetzt mal hier hin, ich hoffe, das ist nicht wieder weg. Seht ihr, jetzt ist das nämlich verschwunden. Also ihr müsst wirklich gucken, jetzt liegt es da drunter. Es sind so ein paar kleine Fehler hier drin. So, ich kann mich in dem Raum hier bewegen, seht ihr? Zack, ich kann überall reingehen, kann mir das alles nochmal so ein bisschen näher angucken. The Neverending Story, Empire Strikes Back, das sieht wirklich gut aus. Tolles Questniveau, was nicht geht, ist drehen. Das müsst ihr wirklich selber machen. Ne? Also ich drehe mich mal hier so ein bisschen. Zack, das geht natürlich dann auch. Da gibt es kein Snap-Turn oder sonst irgendwie einen Turn. Gut, ja, das ist der Brotkasten, wie man ihn kennt. So, und hier sind meine ganzen Disketten. So, ich habe mir folgende Sachen runtergeladen. Es gibt Seiten im Internet, dort kriegt ihr Images für alle Systeme, auch PC und so weiter, wo kein Copyright mehr drauf ist. Ich habe mir einmal Lemmings ausgesucht. Das Ding hat zwei Disketten und jetzt seht ihr schon, was ein bisschen blöde ist. Ich sehe jetzt nicht, was ist ja, Seite 1 und Seite 2. Das muss man dann immer so ein bisschen rumprobieren. So, dann sogar drei Disketten sind Lemmings, okay. Dann haben wir Pitstop 2, falls das noch einer kennt. The Great Giant Sisters, auch das sollte bekannt sein. Und natürlich Turrican. So, ich gehe jetzt wieder zu meinem Brotkasten, da ist er. Ich mache das Ding jetzt mal einmal aus, wie ich schon dachte. Oh, ne? So, zack, ihr hört.
So, und jetzt haben wir dieses Fast Load Utility F7. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Reset machen. Dann müsst ihr alles klassisch hier wieder eintippen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Load, Sternchen, 8,1, irgendwie sowas. Ne? Ich mache natürlich jetzt mit Fast Load, weil ich will ja ein bisschen zocken. Wir fangen an mit Pit Stop. Wenn ich jetzt den Trigger drücke, geht die Disc hier raus. Dann habe ich sie in der Hand. Da ist sogar ein kleiner Glanz drauf. Die ist sogar ein bisschen verschmiert, seht ihr? Ganz cool. So, rein in das Ding hier. Und jetzt brauche ich nur noch F1 drücken und jetzt Return und das Ding fängt an zu laden. Der Fernseher, der ist ein bisschen vermackt, das ist wirklich wie so eine Scheibe davor, das sieht echt richtig cool aus. So, und er lädt schon, das kennt ihr noch von früher, ne? Wir können noch ein Stück zurückgehen, ihr könnt natürlich auch näher dran gehen, wenn ihr möchtet, aber das macht das Ganze natürlich nicht schöner. Aber es ist sogar so eine Spiegelung drauf, ne? Also ich sehe mich hier selber wie so ein Minecraft-Kopf, wo ich mich hier so ein bisschen spiegel. So! Dann machen wir Return oder Space, ich weiß es nicht mehr. Ihr müsst ja mal gucken, was ihr hier drücken müsst. Hier sind die Instructions, Space to Read oder Run Stop to Start. Wir machen natürlich Run Stop, das müsst ihr alles noch drücken. Das war früher so, Leute. So. Pit Stop von Ypix, gibt es glaube ich gar nicht mehr, Ypix, nein. Von 1984 ist das Ding und das Ding hat Splitscreen. Ja, das konnte man zu zweit spielen, voll Kracher damals, das war voll angesagt. Und ich glaube, er lädt noch, ne? Oder? Das sieht man da, glaube ich, ne? Oder lädt er nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal A. Ich glaube, der lädt noch. So. Ne, so. Normal or Trainer Game. Ich mache natürlich Normal Game. Das ist ein Image mit Trainer mit drauf, ne? Okay, Normal Game. So. Number of Drivers. One. Ich könnte es hier, wie gesagt, zu zweit spielen. Natürlich nicht in VR. Damals konnte man das dann zu zweit spielen. Und ich kann jetzt mit dem linken Stick hier hoch und runter gehen. Was ich mir gewünscht hätte, dass ich das mit dem rechten machen kann. Weil ich kann besser mit dem rechten lenken, ja, und besser dann mit dem linken drücken. Das kann man leider nicht umdrehen. Ich habe hier kein Menü gefunden, wo man das ändern kann. Wäre natürlich schön. Okay, jetzt wollte ich mich schon wieder hier was machen und ich habe mich bewegt. Okay, hier können wir die Tracks einstellen. Hockenheim, komm, wir nehmen mal Hockenheim, nehmen wir was Deutsches. Number of Laps 3, Level of Difficulty Rookie und ja... Das war's. Und dann machen wir natürlich Start the Game. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. So. Darf ich auch einen Namen eintippen? Okay, ich darf auf dem Brotkasten nochmal Toxic eintippen. Also hätte mir das einer erzählt, ich hätte es nicht erlaubt. So. Und das sieht wirklich cool aus, hier, dieser Fernseher. Also wirklich, als würde ich hier vor so einem alten Bildschirm sitzen. So. Ich bin oben oder unten, ich weiß es nicht. So. Mega Grafik, ne, Leute? So. Ich bin der Obere und jetzt könnte man echt zu zweit spielen können und hätte auch einer gespielt und ja, so war damals, das war damals echt Hit, das Ding, ne? Das war ein richtig geiles Formel-1-Spiel, ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es hat sogar Reifenabnutzung, man muss nachher in die, in den Pit reinfahren, also in den Pitstop. Das war damals wirklich mega, das war ein Kracher. Kann man heute wahrscheinlich keinem mehr hinterm Ofen hervorlocken. Ich weiß, aber für mich ist es geil, Leute. Ich fühle mich gerade echt, als wäre ich, ja, 30 Jahre jünger. Sogar mehr, 35 Jahre, ich bin ja schon alt. So, der hat schon die Reifen ein bisschen abgenutzt. Das hat man gesehen, der Kollege da, den ich gerade überholt habe. Da war so ein bisschen was, ja, so ein miller Stich drauf auf den Reifen. Und das war Pitstop 2. Es gab auch einen Vorgänger, aber 2 war natürlich damals das Highlight. Oh. So. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen blöder, weil ich hier mit links lenken muss. Ich hätte es mir wirklich andersrum gewünscht. Klar, ich könnte natürlich die Controller jetzt einfach tauschen, ne? Weil mehr brauche ich nicht wie den A-Button und den Analogstick. So. Das ist gar nicht so einfach, ne? Das sieht total simpel aus. Und diese Spiele, die waren damals echt teilweise schwerer wie die heutigen. So, 3 Laps habe ich eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich so alle durchfahren soll. Schauen wir uns mal an. Aber es ist wirklich geil. Also für Nostalgiker, ne, für Retro-Fans, das ist echt ein Kracher. Und was soll ich sagen? Es läuft flüssig, Leute. Es läuft total smooth. Ja, sage ich ja immer, ne? Knackscharf? Ja, C64 knackscharf ist es. Also es sieht wirklich aus wie original auf dem C64 auf dem Fernseher. Also wirklich genial, wirklich mega Hammer. So, ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Ach, guck mal, da habe ich sogar eine Rundenansicht. So, meine Reifen machen noch ganz gut mit. Ich habe aber auch auf Rookie eingestellt, wie gesagt. So, wir fahren mal in die Pit. Guckt euch das an. Jetzt muss ich hier tanken. Zack.
Jetzt tankt der, ne? Seht ihr da rechts, der Fuel geht jetzt hoch. Ich glaube, ich darf auch nicht zu viel. Ich könnte jetzt auch noch Reifen tauschen, wenn ich möchte. Wo ist mein... Achso, ich muss wieder A drücken. So, jetzt kann ich auch noch einen Reifen wechseln. Gehe ich da oben hin. So, Reifen ist getauscht. Ne, mach wieder dran, das Ding. Okay. Ne, der muss ja weg, ne? So, jetzt können wir weiterfahren. So, jetzt kann ich wahrscheinlich hier natürlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, weil ich viel zu lange in der Box war, ne? Aber das waren damals die Boxenstopps, Leute. Also einfach mega. Ja, und mein rechter Reifen hinten, den habe ich jetzt getauscht. Der ist jetzt am Flimmern, ne? Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber eigentlich sollte der Reifen ja gut sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Egal. So, ich gebe hier nochmal alles. Ich fahre gerade 200 Hockenheimring. Und das wirklich auf den alten Brotkasten. Also echt mega, Leute. Ja, meinen ersten Brotkasten, den ich damals hatte, ich glaube, ich habe den für 250 Mark gekauft mit einem ganzen Arsch voll Disketten, muss ich gestehen. Und ja, meine erste Session, die waren, ich meine, 32 Stunden oder 34 Stunden am Stück. Ja, und der Weltrekord lag 2 Stunden drüber. Das habe ich später herausgefunden mit dem Dauer-Computerspielen. Aber okay, ich hätte es eh nicht abgenommen bekommen. Aber das nur so als Funfact am Rande. Also so viel habe ich damals mit dem C64 gedaddelt. Okay, das ist Pitstop. Ja, machen wir jetzt erstmal Schluss, soll langen. Und wenn ihr jetzt neu starten wollt, dann wie gesagt einmal hier den Power-Knopf. Zack, und schon seid ihr wieder im Menü. So, F7 Fastload, ich nehme die Diskette raus. Pitstop, die sieht echt cool aus. Leg sie wieder da rein. Und dann schauen wir mal in den nächsten Klassiker. Und das ist natürlich The Great Giana Sisters. Ne? Das Ding hat damals mächtig Ärger gemacht, weil das ja so ein Mario-Klon war, ne? F1, Fastload, Return. Und auch das, ja, das hat mir gerade so ein bisschen Gänsehaut gebracht, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich die Musik gehört habe und so. Weil es ist wirklich, also ich fühle mich echt wirklich 35 Jahre zurückversetzt. Das ist einfach mega. So, ja, Ladezeiten waren damals ein bisschen länger wie heute. Da muss man einfach durch. Ja, konnte man vorher noch Kaffee trinken, ne? Aber da habe ich ja noch gar keinen Kaffee getrunken. Da war ich noch bei Cola und Fanta und so. Okay, so. Auch hier, ne, der Fernseher, den könnte man wieder ein bisschen putzen. So, Space to read or run, stop to start. Ich mache natürlich run, stop. So. Und dann geht es auch gleich schon los. Highscore Safer, mach mal. Dann lade mal die Highscores und dann ist das fertig. So. Ist das geil, Leute? Aber das ist jetzt nicht ganz flüssig, das ruckelt ganz leicht, aber okay. Aber das ist doch geil, oder? Ha? Das ist doch wirklich Retro pur. Und da kriege ich echt eine Gänsehaut, wenn ich allein das Lied hier schon wieder höre. Sound von Chris Hülsbeck, der war damals eine ganz große Nummer in der Amiga- und C64-Szene mit seiner Musik. Dun. Dun. Und da ist sie. Und los geht's. Great Giana Sisters auf der Oculus Quest. Irgendwie 30 Jahre später. So, der Bildschirm geht übrigens nicht mehr zurück, ne? Also wenn man sich hier einmal versprungen hat, dann ist vorbei, seht ihr, ne? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das Ding wird später bockschwer. Ich habe es nie durchgespielt. So, auf die Figuren könnt ihr drauf hüpfen. Zapp, dann sind sie weg. Und springen ist den Analogstick nach oben, ne? Also nicht A drücken. A drücken ist gleich so ein bisschen schießen. Ich habe den Betonkopf nicht mitgenommen, glaube ich. Irgendwas war da. Ja, den Betonkopf habe ich nicht mitgenommen. Egal. Aber jetzt kann ich schießen. Das mache ich mit dem A-Knopf. Und das, die springt sehr schwammig. Also das ist jetzt nicht, weil ich es nicht kann. Ich habe den Betonkopf, ne? Sonst würden ja die Steine nicht kaputt gehen. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Okay. So, Ziel ist es natürlich, alle Steine hier mitzunehmen und so viele ja, Diamanten wie möglich zu sammeln. Dafür gibt es später extra Leben. So, an den komme ich nicht mehr dran, den habe ich verkackt, ne? Weil es können sich auch ein paar Extras hier drunter befinden. Ja, ich habe ihn nicht mehr. Okay, ist egal. So, dann, dann. So. Okay, die Zeit war um. Ich war zu langsam, Leute. Ja, sowas ging damals auf Zeit. Dumm. Ich bin so oft gestorben bei dem Ding, sag mal das Ganze mal ein bisschen schneller hier. Oh, da ist der Betonkopf. So. Ah, ich wollte eigentlich springen. Okay.
Also es ist wirklich nicht einfach. Ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass man hier noch so einen Joystick-Port irgendwie hätte, dass man wirklich mit einem Gamepad oder so spielen kann, ne? So, lass mal die ganzen Punkte mal daneben, weil ich habe da 60 Sekunden nur noch. So. So, und da sollte man natürlich nicht... Das ist echt schwer, also das hier alles so zu treffen. So, Leute, das war der erste Level. Das ist sehr kurz, ne? Ja, länger waren die Level früher nicht. Das ist einfach so. So, weiter geht's. Ach, scheiße, ich kann ja schießen. So. So, man kann sogar... Früher ging das auch. Da konnte man da irgendwie da oben dann dahin springen. Und dann konnte man den ganzen Level einfach abkürzen. Weiß nicht, ob ich es hinkriege. So. Und jetzt kann ich einfach hier durchlaufen. Ich habe natürlich eine mega Zeit. Das sind so die alten Tricks von früher, ne? Ja, so ein bisschen habe ich noch behalten. Also, ja. Zack. Und Level geschafft. Natürlich nicht viele Punkte gemacht, aber den Level schnell geschafft. Denn, komm, einen machen wir noch. Es gibt auch später irgendwie so, ich glaube, war das so eine Art Bossgegner oder was? Also Endgegner, Zwischengegner. Oh, die hüpft aber auch, ne? So. Okay, jetzt gibt es irgendwie... besseren Ball oder was? Ich habe keine Ahnung. So. Treff den nochmal. Okay, den kann man nicht treffen. Da muss ich jetzt wirklich irgendwie drüber springen. Sollte ich eh nicht schaffen, ne? Doch. Okay. So. Diese da unten, die verschwinden jetzt gleich. Ah, nicht geschafft. Okay, Leute. Das ist The Great Trainer Sisters, ne? Ein Klassiker schlecht weg. Und ja, gucken wir uns das nächste an, würde ich sagen. Dann machen wir aus hier das Ding. Okay. So, wieder Fast Load. Raus das Ding. Und das ist dann The Great Trainer Sisters. Gucken wir uns noch einen weiteren Klassiker an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier, was hier die erste CD ist und die CD, sage ich schon, eine Diskette ist und was die zweite ist. So, F7 ist Fast Load, nee, F1, genau, Return und er lädt. So, das war die erste auf jeden Fall. Hätte ich die jetzt falsch rum eingelegt, hätte er nicht durchgeladen. Hier muss ich auch gleich die Diskette einmal wechseln, kann ich euch auch zeigen. Also auch daran wurde gedacht, auch das funktioniert, wie gesagt, mit Spielen, die auf mehreren Disketten ausgeliefert worden sind. Okay. Ja, ja, machen wir fertig hier. Ja, hahaha, er ist am Laden. Machen wir fertig hier. Okay. So, was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt ist es kaputt. Okay, auch das gehört dazu. Ich habe irgendwas weggemacht, was ich nicht sollte. Machen wir das Ganze nochmal, gehört dazu. Okay. Ja, wie gesagt, das ist Turrican. Das ist natürlich jetzt auch ein Klassiker, ne? Gibt es auch mehrere Teile von. Ich habe das Ding nie durchgespielt. Das war nachher echt auch bockschwer. Man konnte da so viel machen. Also das hat wirklich das Letzte aus der Kiste rausgeholt, damals dieses Spiel. Wurde, glaube ich, vor kurzem neu aufgelegt, ne? Ja, ja, ich mache jetzt mal nichts. Lass hier mal labern. Wir gucken mal das Zimmer. Oben ist ein Enterprise, noch ein Enterprise. Also es ist wirklich cool gemacht, so vom Ambiente, ne? Das ist ein TIE Fighter, habe ich noch nie gesehen. So. Also ich habe es vorher gerade schon mal alles ein bisschen angetestet, bevor ich das Video gemacht habe. Mache ich ja eigentlich nicht, ihr wisst das, ne? Ich mache eigentlich meine First Impressions immer ohne vorher zu testen, aber hier wollte ich es machen. Okay, er lädt. Turrican, ne? Ist das nicht eine Hammer-Grafik, Leute? Guckt mal. Wahnsinn, ne? Man sieht sogar die ganzen Pixel hier von den Bildern. Ist also wirklich geil gemacht. Ich kann natürlich auch ein bisschen weiter zurück. Dann wird es gleich, ja, schärfer unscharf. Aber ist doch schon geil. Ich kann natürlich auch ganz rein. Ich kann auch dahinter. Jetzt bin ich im Fernsehen. Okay, das wollte ich nicht. So, press space. Habe ich. Und er lädt wieder. Hört ihr? Ja, das war damals echt schon eine Kunst, Spiele mit so wenig Datenspeicher, die diese Disketten hatten, da drauf zu drücken, zu pressen, sage ich jetzt mal, ne?
Und heutzutage, wir reden ja wirklich über Gigabytes, ne? So. So, ich habe 3 Continues. Allein das Lied, ne, Leute? Ist doch schon geil, oder? So. So, und jetzt muss ich die andere Diskette einlegen. Das heißt, ich nehme diese jetzt hier raus. Jetzt suche ich mir meine andere Turrican-Diskette. Zack, schon getauscht. Leg die rein. Und mach das, was da steht. Drücke Space. Und schon lädt er weiter. Also das funktioniert auch phänomenal. Er lädt jetzt Level 1.1. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Ding hat. Da gibt es so viel zu entdecken. Also ich habe es, wie gesagt, nie durchgespielt. Da hat mir damals echt die Geduld für gefehlt, für das Spiel. So, und da ist es. So. Wir können rumballern, wir können hüpfen. So. So, und hier gibt es, habe ich nämlich vorhin rausgefunden, wo ich einmal vor euch schon mal so vorab getestet habe, ein extra Leben, welches ich aber jetzt auch nicht wirklich brauche, weil so weit wollte ich eigentlich nicht spielen. So. Und ein paar extra mitgenommen und Diamanten mitgenommen. Also wirklich geil gemacht, das Ding. Es läuft auch hier alles fluffig, flüssig, super. Ja, mit sowas haben wir vorher gespielt, Leute. Das hatten wir alle voll geil. Und ja, damit haben wir angefangen, ne? Und das ist ja auch meine Meinung immer noch über VR. Deswegen, das ist für uns einfach, das ist für uns was Neues, ne? Weil wir das alles hier schon mitgenommen haben und wir heutzutage mit, ja, ich sag mal, Full HD oder 4K aufwächst, ne? Sicherlich, den schreckt vielleicht dann VR auch so ein bisschen ab, gerade so Quest-Grafik, wo man sich denkt, hey, ist das Retro, ist das alt? Ja, aber wir haben früher sowas gespielt und deswegen, ja, ist Grafik für uns irgendwo nicht alles. Wir wollen einfach den nächsten Level des Gamings haben und das ist nun mal VR, das ist einfach so, ne? Und VR ermöglicht es uns jetzt sogar, unsere alten Spiele nochmal neu zu spielen, sogar auf dem Fernseher. Okay, da kann ich nur drauf. Okay, so eine Art Zwischengegner, Endgegner. Geschafft. Ja, und jetzt? Schon gemein, ne? Ich sehe nicht, wo ich da drauf springen muss. Okay, er hat mich erwischt, er hat mich erwischt. Und bleib mir nicht tot. So, auch geschafft. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja, das sieht man bei Turrican teilweise nicht, ne? Ob man runterfallen kann oder ob es gut ist oder ob es schlecht ist, wo man hinspringt. Ich kann mich auch, er kann auch in die Hocke gehen und jetzt bin ich, glaube ich, gestorben, ja. Okay, jetzt kommen wieder diese Würfel. Ihr könnt natürlich auch Spezialeffekte machen, hier mit Space, ne? Zack, seht ihr? Jetzt stürze ich wieder ab. Oh, okay. Ja, ich hätte auch damals schon keine Geduld für das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt auch in so einen Kreisel... Ach, scheiße. Das mache ich genau dasselbe nochmal, ne? Ja. Ihr könnt euch auch in so einen Kreisel verwandeln. Dafür müsst ihr in die Hocke gehen und dann Space drücken. So, ich guck mal, ob ich jetzt ein bisschen hier besser vorankomme. Okay. Alle Power-Ups natürlich weg, wenn man stirbt, ne? Ist klar. Okay, da ist dieser erste Endgegner, Endmods. Gucken, ob ich den noch schaffe. Der steckt aber ganz gut ein, ne, der Kollege. Oh, Leute. Ja, Leute, das waren Endgegner, ne? Nicht so wie heute da, ne? Drücke A, drücke B und so ein Krimskrams, ne? Den schaffe ich nicht mehr. Okay, ich bin tot. Ja, Leute, Game Over. Das war Turrican. Ja, Continue, yes, no. Kann ich natürlich auch nochmal. Ich mache jetzt no und dann wird er mich wahrscheinlich wieder... Turn the Disc. Jetzt musste ich schon wieder die Diskette tauschen, um wieder ins Hauptmenü zu kommen. Auch damit mussten wir uns früher rumquälen, ne? Auf dem Amiga, der Rekord lag, glaube ich, bei 12 oder 14 Disketten für Indiana Jones damals, Monkey Island und so Geschichten, ne? So, jetzt tun wir wieder da rein. Und dann habe ich euch noch rausgesucht hier Lemmings. Und jetzt weiß ich natürlich, es sind 3 Stück, welche da welche ist. Wir schmeißen die einfach mal rein und gucken, was passiert. Das habe ich jetzt im Vorfeld
nicht getestet. Also vor dem Video. Gut, das ist eine falsche. Das ist natürlich ein bisschen blöde, dass die jetzt wirklich nicht beschriftet sind. So, ich nehme die mal auf. So, dann legen wir die mal dahin. Die brauchen wir später. Dann haben wir hier noch eine. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Also das wäre ganz schön, wenn da wirklich was stehen würde. So, ich müsste jetzt auch lügen, wie die Dateien beschriftet waren auf der Oculus Quest. Ob man da vielleicht was machen kann, dass man es unterscheiden kann, das weiß ich nicht. So, das war dann auch exakt genau die falsche. Also gut, irgendwas muss ja immer nicht stimmen, sondern müsste das jetzt diese hier sein und dann sollte es jetzt funktionieren. F1 für Fast Load. Und das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Ja, ihr lädt. Ich habe Lemmings, glaube ich, damals nie auf dem C64 gespielt. Ich meine, Amiga war es damals. So. Okay, no need for late versions. Ich habe keine Ahnung. So, da sind die Lemming von Psygnosis. Das war auch eine riesen Spieleschmiede damals. So. Leider gibt es die auch nicht mehr. Oder die sind irgendwie bei Sony untergekommen. Ne? Irgendwie ist da was gewesen. So, press space. Okay, mit ganz vielen Trainern dabei und so möchte ich natürlich nicht. Gut, dass das gecrackt ist. Do you want unlimited? Ich mache einfach mal Nein. Okay, ich muss hier mal Nein machen. So war das früher. So. Ja, Leute, das ist so, ne? Damals mit den ganzen Trainern und so. Da gab es kein Internet, ne, wo ihr dann irgendwie so Sheets und so runterladen konntet. Das gab es alles nicht. Also es gab dann so pfiffige Programmierer, die haben dann da einfach einen Trainer eingebaut, also Hilfsmittel. Ich weiß gar nicht, heißt das heute überhaupt noch Trainer? Gibt es sowas überhaupt noch? So, er lädt und lädt. DMA-Software, ne? Das ist gar nicht DMA-Software, aber für Amiga war es naja DMA, ne? Irgendwie war da was. Lädt ganz schön lange. Der Lemmings. Könnte man das Ding immer ein bisschen putzen. La 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 la. Commodore. Jo. C64. Ich hatte übrigens den weißen, also den grauen oder diesen beigen hatte ich nicht. Also braun, ne? Braun-beige oder was das ist. So, Lemmings. Intro. Okay. So, ich guck mal, was ich hier machen kann, außer gar nichts. New Level, Fun. C64 Version. Ich kann gar nichts machen. Wie bewegt man das denn hier? Also das geht ja nicht. Ne? Ich wollte schon so, wie man das gebraucht. Nee, ich will nicht. Mich selber möchte ich nicht bewegen. Ich kann nichts machen, Leute. Tut mal Return. Ja, und jetzt? Ja, ein Spieler. Okay, ich muss auf 1. Please insert Disk 1, Side B. Will ich jetzt umdrehen? Das geht natürlich nicht. So. Mal gucken, ob ich die richtige nehme. Press Button to continue. Es tut sich was, ne? Tick, tick. Ich weiß gar nicht, hat meiner damals auch so Geräusche gemacht? So, Number of Lemmings 10, 10% to be saved, Release Rate 50, Time 5 Minuten, Rating Fun, Press Button to continue. So, jetzt müssen wir gucken, was ich hier machen muss, ich weiß das nicht. Okay, Leute, das ist aber wirklich sehr retro. Okay, ich schaff's nicht. So, buddeln die nicht oder was? Was muss ich hier machen? Ach, da habe ich den Buddler, ne? Ich muss den Buddler erstmal anwählen. Wie komme ich denn da dran an den Buddler? Hä? Ich weiß nicht, wie es geht, Leute. Also damit kann ich... Das geht natürlich nicht. Hä? Muss ich das über die Space-Taste machen? Oder Plus-Minus oder was? Wollen wir denn hier sowas? Okay, Plus-Minus kann ich hier was machen. Ne, da bewege ich mich ja selber. Oder A festhalten und dann? Auch nicht? Okay, irgendwas war da mit X, ne? Ne, ich weiß es nicht, Leute. Ich drück mal X und... Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den... Jetzt habe ich das gemacht, ne?
Ich habe die CD da rausgeholt. Nein, nur die wieder da rein, sonst kann man die weiterspielen. Okay, Leute, jetzt haben wir ein bisschen Shit. Ich muss jetzt hier X festhalten. Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich den jetzt da bewegt? Okay, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich den Buddler. Jetzt müssen gar nicht buddeln, ne? Ja, sie buddeln. Aber die können so nach links laufen, dann ist doch scheiße, oder nicht? Ah ne, das ist zu, okay. Oh, Leute. So. Aber die machen gar nicht Yayipi, ne? Auf den Amiga haben die mal Yayipi gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich unten diese Zeile bewegt habe. Ich habe keine Ahnung. So, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. All Lemmings counted for, you need 10%. Ich habe alle 100, ne, habe ich super gemacht. Mega, er lädt wieder. Und für sowas muss so ein Ding richtig lange laden, ne, für so ein Mini-Level hier. So. So, jetzt brauchen wir Floaters. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das gemacht habe hier mit dem Bewegen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's echt keine Ahnung. Ja, die sterben jetzt alle. Ja, ja. Achso, einfach mit den Zahlen hier. Guck mal, 2. Okay. Na komm, dann mach doch ein bisschen ein hier, komm. Ach, shit. Okay, mit den Zahlen oben kann man dann mal Lemmings hier durchbewegen. Ich hab voll verkackt. Ach komm, Leute, den machen wir nochmal, ne? Das müssen wir nochmal machen. Muss er den Level jetzt sogar nochmal laden? Okay, so jetzt aber die 2. Ich hoffe, ich habe die jetzt alle mitgenommen. Ich kriege nicht so ganz ein Feedback hier. So. So, das sind die kleine Menge. Wir gucken mal wieder von vorne. Guck mal, diese Pixel, ne? Da sieht man gar nichts mehr. Ne? Und vom Weiten muss man echt so eine Fantasie so ein bisschen ja, freien Lauf lassen, damit man da Lemminge erkennt. Ist doch mega, oder? So, bis sie geschafft haben. Ach, die müssen noch rauslaufen. Der Level geht ja noch weiter. Guck mal da. Okay. Dum, dum, dum. Gut, Leute, das war Lemmings. Your access code for level 3 ist blödelüb. Das mussten wir uns damals aufschreiben. Es gab teilweise gar keine Safe Games. Und wenn man nicht immer wieder Level 1 anfangen wollte, musste man echt dann diesen Code eintippen. Dann durfte man mal Level 3 direkt weiterspielen. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das heute alle habt. Ne? Ganz ehrlich. So, jetzt machen wir das Ding wieder einmal aus hier. Und einmal dann nochmal F3, es wäre normal Reset, seht ihr, jetzt habt ihr das ganz normal, wie ihr das kennt, vom C64 damals. Und jetzt müsstet ihr das also selber eintippen, in die Spiele zum Laden und so weiter. Den ganzen Fernseher könnt ihr übrigens auch in die Hand nehmen, ja. Könnt euch irgendwo anders hier hinstellen, wenn ihr möchtet. Das Ding hier geht nicht. Und das war's eigentlich. Ich würde sagen, ich sag da noch was dazu. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns dann nochmal ganz kurz zum Fazit. Ich fand's mega, ich find's kracher. Also für mich persönlich, das waren echte Erinnerungen für mich. Allein Great Giana Sisters, ja. Pitstop, was habe ich das damals gedaddelt wie ein Verrückter. Zu zweit haben wir das gespielt, so ein Couch-Korb. Ja, früher gab's sowas schon. Ihr habt gerade gesehen, wenn ich ein Level safen will bei Lemmings, ich muss mir so Codes aufschreiben, ich muss Disketten wechseln. Ja, so war das früher alles. Ne? Und das alles auf so einer, ja, einer alten Röhre, so ein bisschen matschige Grafik, verpixelte Grafik. Aber es gehörte viel Fantasie dazu, sich da wirklich was drunter vorzustellen. Aber es hat funktioniert und ich habe es wirklich erlebt von damals bis heute. Ja, bis ins VR-Zeitalter, möchte ich mal so sagen, ins 4K Xbox PlayStation-Zeitalter. Ich habe wirklich alles mitgenommen und deswegen ist auch VR für mich, ja, mein Hobby geworden, weil es einfach noch mal eine Stufe höher ist. Ich finde es richtig geil, diese alten Sachen jetzt mit der Oculus Quest noch mal neu erleben zu dürfen. Ich kam mir echt vor, wieder wie 12, als ich damals meinen ersten C64 hatte. Echt mega. Die Seite, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, dort findet ihr ROMs für den C64, könnt ihr euch runterladen. Dann, wie gesagt, ins Root-Verzeichnis, ein C64-Verzeichnis anlegen, der Oculus Quest, die .d64-Dateien reinziehen. Sie werden automatisch in die App reingeladen. Wenn ihr die startet, seht ihr die Disketten auf dem Schreibtisch und dann könnt ihr Spaß haben. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ihr wünscht euch ein weiteres Video zum C64-Emulator. Ich soll irgendwelche Spiele noch zeigen, die es damals gab. Irgendwelche Klassiker, immer in die Kommentare damit. Ihr habt Fragen zu dem Ding, immer in die Kommentare damit. Jeder Kommentar wird bei mir beantwortet.
So, und wenn mein Kanal noch nicht abonniert haben sollte, macht es gerne jetzt, verpasst ihr nichts mehr, würde ich mich natürlich riesig freuen. Was darf nicht fehlen zum Schluss? Natürlich mein Discord-Server. Stoßt gerne hinzu. Gerade diese App, diese C64-Emulator-App, lädt natürlich zum Diskutieren ein. Auf meinem Discord ist die richtige Stelle dafür. Stoßt gerne hinzu, würde ich mich riesig freuen. So, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit euren Klassikern, wenn ihr euch das Ding jetzt selber holen solltet. Und bis zum nächsten Video, euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.